Gerade als wir, Jim und ich, durch das Tal der Dämmerung fahren wollten, wurden wir von diesem hinterhältigen Oberbonzen Pipapo geschnappt. Dieser hat uns dann bei dem einsamen, furchterregenden Schneemenschen abgeliefert. Unsere Verfolger wurden vom Schneemenschen in steinerne Schachfiguren verwandelt. Und nur weil Jim so ein kluger Schachspieler ist, haben wir alle unsere Freiheit wieder gewonnen. Pipapo hatte uns dann in die Steinschlagfalle des Tals der Dämmerung geschickt. Aber ein Stollen war unsere Rettung. Frau Malzahn wurde die Freudenbotschaft überbracht, der Steinschlag hätte uns für immer begraben. Wer kennt viele Abenteuer, Drachenprinzen, Ungeheuer? Ist nachts heimlich weggerannt, einfach raus aus Lummerland. Fährt mit Emma übers Meer, weh mit Lukas dabei sehr. Liebe Mitdrachen und Halbdrachen, ich habe euch voll Freude zu mir eingeladen, weil wir alle heute und hier meinen fabelhaften und einmalig großen Sieg feiern wollen. Denn endlich habe ich mir diese Quälgeister Jim Knopf und Lukas für immer vom Hals geschafft. Und jetzt trinken wir zusammen ein köstliches Gläschen auf das Ende dieser zwei Dornen in meinem Drachenleib. Auf das Ende dieser zwei Dornen in eurem Drachenleib! Ach so, ihr wollt nun also doch unser kleines Fest besuchen, hä? Ja, wir haben keine Lust mehr, den ganzen Tag eingesperrt zu sein. Und nachdem nun doch keiner mehr herkommt, um uns alle zu befreien, haben wir beschlossen, ihnen nun zu zeigen, wie gelacht wird. Aha, endlich, jetzt wird die Geheimtür zum Lachen aufgestoßen. Ja, und dann ist es soweit, dann bin ich für immer jung. Na fein, ihr könnt jetzt die Schatztruhe der Jugend öffnen. Naja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wenn wir Kinder mal lachen wollen, dann brauchen wir nur ein Spiel zu spielen. Was, ein Spiel? Was ist ein Spiel? Hab nie davon gehört. Ein Spiel ist etwas, das man tut, um lachen zu können. Aber dabei gibt es ganz strenge Regeln und an die müsst ihr euch genau halten. Regeln, sagst du, hä? Na, das klingt ja fast, als ob es mir gefallen könnte. Na komm, dann fangen wir gleich an. Wissen Sie, zuerst müssen wir entscheiden, welches lustige Spiel wir spielen. Hey, was fragst du mich? Ich kenne doch überhaupt keine Spiele. Ich habe von Spielen noch nie was gehört. Du suchst eins aus. Das ist ein Befehl, kleines Mädchen. Mal sehen. Nicht schlecht wäre... Nein, das ist doch nicht gut. Nein, das spielen wir nicht. Das ist nicht zum Lachen. Halt, warten Sie. Das wäre das Richtige. Was würden Sie von Blinde Muku halten? Blinde Muku, was für ein alberner, dümmlicher Name. Und wie wird dieses Blinde Muku gespielt, hä? Oh, das können Sie schnell lernen und die Regeln sind einfach und leicht. Aber dazu werden noch Augenbinden gebraucht. Ich erkläre es mal genau. Bei dem Spiel müssen Sie alle versuchen, uns zu fangen. Aber dabei darf keiner die Augenbinde abnehmen. Scheußlich! Also sowas Unbequemes macht ihr, wenn ihr lachen wollt? So wird gelacht. Das ist doch richtig zum Schreien und Sie lachen nachher auch. Also, auf die Plätze. Fertig. 3, 2, 1 und los! Schnell, jetzt schleichen wir zusammen raus. Aber so leise, wie wir können. Halt! Psst. Hört zu, ihr müsst uns...
uns unbedingt durchlassen. Das gehört zum Spiel dazu. Ihr dürft doch nicht gegen die Regeln verstoßen. Sonst wird eure Frau Malzahn nämlich mächtig böse. Was sagst denn du dazu? Ich sage, wenn wir was falsch machen, rocken wir uns eine schöne Drachensuppe ein. Ach ja, das hätte ich beinahe vergessen. Ihr dürft Frau Malzahn nicht sagen, dass wir rausgeschlüpft sind. Das wäre Schummelei. Naja, und ihr wisst doch wohl, was sie von Schummeln hält, hä? Ich sehe nicht, hier ist alles dunkel. Aua! Aha! Eins von den Kindern. Jetzt komme ich hinter das Geheimnis des Lachens. Aber Frau Malzahn, ich bin's doch. Dr. Stethoskop, euer Arzt. Also rein, Kinder, es reicht. Ich hab genug von diesem Irrsinnsspiel. Das ist zu dumm. Hey, wo stecken die alle? Was ist denn mit meinen Winz-Menschen passiert? Nanu, wir sind ja alle weg. Wo sind sie denn? Hier ist es ja so leer. Hallo. Ihr zwei da. Wohin sind sie verschwunden? Naja, das dürfen wir euch nicht sagen, Frau Malzahn, denn das wäre geschummelt. Ach, was du nicht sagst. Los, antwortet mir, oder soll ich euch zu Drachengrütze zermalmen? Die sind alle hier raus und sie haben gesagt, das gehört alles zum Spiel. Nelf, habt sie wieder ein. Ich will meine Winzmenschen wieder. Jetzt sind wir schon ein paar Stunden durch den Stollen gefahren. Ob der mal ein Ende nimmt? Weißt du, ich frag mich dauernd, wer hat den Stollen gegraben? Vielleicht treffen wir bald die Leute, die den Stollen angelegt haben. Festhalten, Jim Knopf. Gefälle voraus, es geht bergab. Oh je, ich kann immer nicht abbremsen. Nun geht's runter zur Hölle mit Volldampf. Da vorne ist Schluss, halt an! Das war ganz schön knapp. Jetzt kann unsere Stollenreise nicht weitergehen. Ab hier sind die Schienen zu Ende. Und da hinten wird's zu eng für uns. Vielleicht gibt's noch eine andere Spur irgendwo da hinten. Oh nein, das darf's doch nicht geben. Oh doch, oh ja. Sieht so aus, als ob wir diesmal richtig in der Klemme stecken. Hey, was wollen die denn, hm? Weiß ich nicht. Aber die marschieren direkt auf uns zu. Das sind kleine Männer. Ja, und freundlich sehen die nicht aus. Geh bloß nicht aus, Jim. Nur nicht aufregen. Willkommen. Ich darf mich erst mal vorstellen. Ich bin Herr Spitzhack, Untervorarbeiter in der Goldmine der Gnomengemeinschaft. Och, ihr müsst sie nicht weiter beachten. Wir bekommen hier unten äußerst selten Besuch. Sie wissen noch nicht so recht, was sie von euch beiden halten sollen, wer ihr auch seid. Mein Name ist Lukas und das ist mein bester Freund Jim Knopf. Wenn ihr so freundlich wäret, mich zu begleiten, dann ist es mir eine große Freude, euch unsere Mine zeigen zu dürfen. Es wäre uns ein Vergnügen, lieber Herr Spitzhack. Doch leider haben wir noch eine lange, lange Reise vor uns. Also das heißt, bedauerlicherweise wollt ihr die Goldmine nicht sehen? Wirklich, es tut uns sehr leid, lieber Herr Spitzhack. Aber sehen Sie, uns läuft nämlich die Zeit davon. Eine Prinzessin wird von einem bösen Drachen gefangen gehalten und wir wollen sie retten. Können Sie uns zeigen, wie wir hier rauskommen, bitte? Wie ihr hier rauskommt? Aber natürlich, das ist doch ganz einfach. Ja, doch zuerst müssen wir durch die Mine gehen. Hier entlang, meine Herren. Was ist mit Emma? Wir können sie nicht einfach hier lassen. Oh, haben Sie keine Sorge. Meine Gnome behalten Sie die ganze Zeit im Auge. Danke, Rudi. Schön aus, Emma. Ich bin ja so glücklich vom Kopf bis zum Zeh. Nachdem Jim und Lukas aus dem Weg geräumt sind, kann mich nichts mehr daran hindern, mich auf den Mann von Tondala zu setzen. Auf den Thron von Mandala. Hm.
Ah, Oberbonze Pipapo, endlich wieder zurück. Also, wie sieht es aus? Du warst doch unterwegs mit Jim und Lukas. Haben unsere zwei mutigen Helden dieses Kummerland schon erreicht? Ja, leider, o kaiserliche Majestät, bringe ich euch traurige Kunde. Ein tragisches Unheil hat Jim und Lukas in dem grausigen Tal der Dämmerung ereilt. Tja, ich habe mein Bestes getan, um sie zu retten, aber unglücklicherweise hat meine Hilfe sie nicht früh genug erreicht. Jim und Lukas sind von uns gegangen. Was? Nein, das darf nicht sein. Was für ein schreckliches Schicksal. Oh, diese Armen, so ein Unglück. Und wer wird nun meine über alles geliebte Tochter Lysie retten? Oh, das sind fürchterlich, fürchterlich traurige Neuigkeiten. Ich ziehe mich in die Einsamkeit meiner Gemächer zurück, sodass mich niemand in meiner Trauer stört. Schnell, du musst sofort los. Du verkündest dem mandalanischen Volk das Ende von Jim und Lukas. Entsetzen sowie Mutlosigkeit ergreifen das Land. Das hilft mir weiter, um auf den Kaiserthron zu kommen. Eure Wünsche sind mir Befehle, eure zukünftige Majestätlichkeit. Oh, hört mich an, Bürger von Ping und ihr vielen anderen Bürger unseres Landes. Mit felsenschwerem Herzen habe ich euch Trauriges zu berichten. Jim Knopf und sein Freund Lukas haben den Weg in die Ewigkeit zu unseren verschollenen mandalanischen Helden betreten. Ihr dahingehend und auf jeden Hoffnungsschimmer, unsere geliebte Prinzessin Lysie jemals wiederzusehen. Gedauert. So schnell lässt sich ja so viel Gold gar nicht ausgraben. Oh, wenn ihr tüchtig arbeitet, vergeht die Zeit im Flug. Also, das verstehe ich nicht. Wer so viel Gold hat, der braucht doch nicht zu arbeiten. Was könnte man mit Gold sonst anfangen, außer Arbeit? Ja, wozu brauchen Sie das Gold? Was tun Sie damit? Das ist das Großartige an der Idee, nach der wir arbeiten. Erstmal holen die Schnüffler, das sind die Gnome, die rote Hemdchen tragen, aus dem Boden die Goldkörner raus. Und die Buddler, deren Hemdchen sind gelb, buddeln die Körner wieder ein. Doch die Schnüffler wissen nicht, wo das ist. Ja, und so gibt es auch immer genug Gold in der Goldmine hier. Und uns ist noch niemals die Arbeit ausgegangen. Nun, was sagt ihr dazu? Das ist reiner Unfug. Eure Arbeit ist ja vollkommen sinnlos. Aber Arbeit muss nicht unbedingt einen sinnvollen Sinn haben. Hä? Hey, was soll das? Was fällt euch eigentlich ein, euch Goldgnomengräbern? Oh nein, die arme Emma! Also, ich kann mich nicht erinnern, euch erlaubt zu haben, meine Lokomotive zu benutzen. Wir haben sie beschlagnahmt. Immerhin ist es eine Maschine und Maschinen werden für die Arbeit gebaut, richtig? Nein, nicht für sinnlose Arbeit. Ich mache dem sofort ein Ende. Komm, los, Jim, wir koppeln diese Goldbarren ab. Hey, lass mich endlich los! Hört auf, wir wollen hier weg! Lasst uns doch weiterfahren! Wie konntet ihr denn nur so etwas tun, Herr Lukas? Nur ein Oberirrsinniger versucht, jemanden von der Arbeit abzuhalten. Ihr zwei müsst ernsthaft im Kopf erkrankt sein und gebändigt werden zur Heilung. Schafft sie sofort zum Doktor! Die halten uns für verrückt. Das ist ein Irrenhaus. Ein gefährlich schwerer Fall, aber zum Glück nicht unheilbar. Eure Krankheit nennen wir Mediziner akute Faulheit. Was? Darum verschreibe ich euch eine kräftige Kur, die Faulheitsstrafarbeit. Das wirkungsvollste Mittel gegen dieses Leiden. Und wie ein Sprichwort von uns Gnomen sagt, durch Arbeit ein gesundes Leben. Kommt schon. Ich weiß, ihr seid müde. Aber wir müssen ganz schnell weiter. Wir haben es ja schon fast geschafft. Hört ihr das? Die
Drachenwachen kommen hier runter. Wisst ihr, ich hätte eine Idee. Es hat geklappt. Die haben uns nicht gesehen und... Geht's weiter? Hey, diese Rüstung hier könnte uns doch bei der Flucht sicher helfen. Ach, und wie stellst du dir das vor? Hm? Naja, wenn wir die Rüstung vorwärts bewegen können und uns gleichzeitig darin verstecken, halten uns bestimmt alle für einen lebendigen, richtig echten Drachen. Ping Pong, du bist ein Genie. Reicht, Lukas. Ich bin zu müde. Ich kann nicht mehr. Das ist alles bloß meine Schuld. Ach, hätte ich dich doch bloß nicht auf diese Reise mitgenommen. Ach, sei nicht so zerknirscht. Ah, du bist so ein guter Freund. Einen besseren gibt's überhaupt nicht. Es tut mir ja so leid, dass du hier mit mir festsitzt. Ach, Unsinn. Dass du hier bei mir bist, bei dieser Goldminenbuddelei. Dadurch finde ich die bloß halb so schlimm. Ja, die Gnome halten uns hier gefangen, aber das dauert nicht mehr lange. Ich habe darüber schon viel nachgedacht. Und ich glaube, ich habe vielleicht einen Fluchtplan für uns. Entschuldigen Sie, meine Herren, aber ich bin neu hier in der Mine und ich finde, wir arbeiten einfach nicht hart genug. Wie meint ihr das denn, mein junger Herr? Erstens, wenn wir besseres Werkzeug hätten. Zweitens, wenn die Mine nicht dauernd einstürzen würde. Drittens, wenn wir uns so richtig einig wären, dann würden wir noch viel mehr Gold einsammeln. Hey, das ist wahr, ist das? Der junge Herr hat recht. Ja, ja, aber was können wir dagegen bloß unternehmen? Naja, erstmal sollten wir vom Vorarbeiter besseres Werkzeug verlangen, das aus härterem Metall als Gold ist. Und wir brauchen Schubkarren mit runden Rädern, dann können wir die nämlich rollen. Holzbalken, um die Stollen zu stützen. Dann stürzen die doch immer wieder ein. Hast du gut gemacht. Du hast dem Gnomen einen ausgewachsenen Floh ins Ohr gesetzt. Hört bitte alle mal her. Jetzt habe ich die Lösung. Wir alle legen jetzt unsere Arbeit hin, so lange, bis der Spitzhack wirklich auf unsere Forderung eingeht. Sag mal, junger Herr, ist das nicht eine recht merkwürdige Art? Wir legen unsere Arbeit hin, nur um mehr Arbeit zu bekommen? Die Art ist doch ganz egal, nur wenn wir unsere Arbeit hinlegen, können wir bekommen, was wir wollen. Ach was, Schnickschnack, das werden wir durch Überstunden 1 fix 3 wieder reinholen. Gehen wir sofort zum Untervorarbeiter und ihr zwei seid unsere Sprecher. Mehr Arbeit, mehr Arbeit. Na, wie geht es euch da unten? Ganz gut, aber diese Blechbeine wiegen ja eine Tonne. Hey, etwas mehr ehrenden Respekt, du Blechkopf. Na also, rühren. Oh. Wer wagt es, diese Rüstung zu... Ah, sieh da, wie nett, euch hier wiederzusehen. Mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit, mehr Arbeit. Ende, wir rühren keine Hand. Ihr rührt keine Hand? Aber das ist unmöglich. Wer soll denn in dieser Zeit arbeiten, hm? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Doch wir gehen nur wieder an die Arbeit, wenn Sie unsere Forderungen erfüllen. Und welche Forderungen soll ich denn erfüllen, hm? Na, wir müssen die Arbeit hier ganz und gar ändern, sodass wir noch mehr arbeiten können und noch besser. Aber wir arbeiten doch schon seit vielen Jahrhunderten so und sind gut zurechtgekommen. Deswegen ist es auch höchste Eisenbahn, das zu ändern. Wir Schnüffler wollen härtere Spitzhacken. Oh. Unsere Alten, die hauen wir immer zu ganz schief und krumm. Und wir haben keine Lust, unsere Zeit zu vertrödeln, wenn wir die Karren schieben. Nein, wir wollen Schubkarren mit runden Rädern. Dann schieben wir die Karren schneller und verlieren nicht so viel Gold unterwegs. Ja, und wir sollten die Steine vergrößern, damit das Graben schwerer fällt. Ich finde, der Tag hat überhaupt nicht genug Stunden. Wenn wir mehr arbeiten wollen, müssen wir ein paar Stunden dranhängen. So geht's aber nicht. Einer nach dem anderen, bitte. Jetzt wär's am besten. Los, Jim. Sieh mal, da ist Emma. Ich freue mich so sehr, dass wir uns endlich wiedersehen. Wir wollen Stützenbalken! Schöne Runde! Nicht doch, sie sind uns entwischt. Und los, wir müssen hier arbeiten. Bleib stehen, bleiben.
Goldminen-Gnome haben gemerkt, dass wir geflohen sind. Die holen uns niemals ein. Unsere Emma wird sie abhängen. Jetzt geht's runter von diesem Gleis, Jim-Knopf. Gleich geht's rund, fall nicht um. Ja. Die Welt wird sich aus und immer. Luca, schneller, sie sind wieder näher gekommen. Jetzt komm schon, Emma. Zeig, was du auf dem Kessel hast. Sieh mal da! Da wird es immer enger! Das hast du sehr gut gemacht. Du hast sie wirklich abgehängt. Na siehst du, so schnell holt niemand unsere sturmerprobte Emma ein. Einen Hochruf für Emma. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Donner, ich bin ja so froh, dass wir da raus sind. Sowas wie diese kleinen Sturköpfe, diese Winzlinge, habe ich ja noch nie erlebt. Ja, aber weißt du, Lukas, also ich glaube nicht, dass diese Goldminen-Gnome so richtig böse sind. Naja, seit ich weiß nicht, wie viele Jahren leben sie unter der Erde und nie sehen sie einen Menschen. Und dabei haben sie vergessen, dass es jemanden geben könnte, der nicht so ist, wie die Gnome es gewohnt sind. Das leuchtet mir ein. Du hast recht, mein Junge. Und daraus sollten wir auch lernen, eins nie zu vergessen. Es ist ein Wort, es heißt Verständnis haben. So, ihr habt wohl gedacht, ihr könntet Frau Malzahn reinlegen, was? Na schön, dann sollt ihr jetzt lernen, nicht einmal daran zu denken, von hier fliehen zu wollen. Ihr bleibt an eure Schulbänke gekettet, solange ihr Unterricht habt. Und das wird gewaltig lange sein, das könnt ihr mir glauben. Und früher oder später müsst ihr mir das Geheimnis des Lachens verraten. Und wisst ihr, ihr Winzlinge, wir Drachen, wir haben ein langes, gewaltig langes Leben. Und außerdem haben wir Drachen einen ellenlangen Geduldsfaden. Denkt daran. Also bis bald, Kinderchen. Oh, Jim, wenn du doch nur noch leben würdest. Ich kann es einfach nicht glauben, dass wir keine Hoffnung mehr haben. Jim, Licht! Jetzt haben wir endlich den Ausgang gefunden. Toll, Lukas. Ich habe schon gedacht, wir würden das Tageslicht niemals wiedersehen. Prinzessin Lissi, keine Sorge, denn wir kommen!